Hallo ihr Lieben, hier ist wieder euer Easy von Edeka und wir machen heute eine rote Currypaste, denn in Thailand hat fast jede Familie ein eigenes Rezept dafür. Heute zeige ich euch meine Variation der roten Currypaste. Wie ihr die schön cremig hinbekommt und am besten lange aufbewahren könnt, erfahrt ihr jetzt. Damit unsere Paste schön cremig wird, müssen wir alle Zutaten schön klein machen. Wir fangen an mit einem Esslöffel Pfeffer, ein Esslöffel Koriandersamen, ein Esslöffel Kreuzkümmel und das mörsern wir schön klein. Manchmal muss man den Mörser auch ein bisschen verdecken, damit er nicht so viel rausspringt. Oder ihr habt einen hohen Mörser, das geht natürlich auch. Kleiner Tipp, falls ihr Zeit sparen wollt, kauft auch einfach gemahlene Gewürze. Die sind nicht so aromatisch wie die ganzen, aber geht schneller. Bei meinem Rezept habt ihr ungefähr 300 Gramm rote Currypaste und das Ganze dauert nur 30 Minuten. Schaut mal, so fein brauchen wir die Gewürze. Und dann brauchen wir einen Teelöffel Zimt. Und Muskatnuss. Im Ganzen am besten? Nein, Spaß. Eine gute Prise brauchen wir davon. Das Gute an dieser Reibe ist, dass man die Nuss später aufbewahren kann. Dann brauchen wir Salz und 2 Esslöffel Paprikapulver rosenscharf. 1 Esslöffel Rohrzucker brauchen wir. Das Rezept findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und nicht vergessen, uns zu abonnieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Falls ihr zu Hause keinen Mörser habt, dann könnt ihr natürlich auch eine Kaffeemühle nehmen. Damit könnt ihr auch Gewürze mahlen, also die Kaffeemühle quasi zweckentfremden. Oder eine Gewürzmühle nehmen oder eine Moulinette oder eine Küchenmaschine. Und wie das mit einer Küchenmaschine funktioniert, zeige ich euch jetzt. Jetzt kommen wir zu den frischen Zutaten und wir fangen an mit den Bananenschalotten. Bananenschalotten sind keine gewöhnliche Schalotten, das ist eine Kreuzung zwischen Gemüse, Zwiebel und Schalotte. Sind meistens größer und ein bisschen schärfer als eine normale Schalotte. Jetzt nehmen wir 2 Knoblauchzehen, der wird auch fein gewürfelt, genauso wie die Schalotte. Falls ihr die rote Currypaste in der Küchenmaschine machen wollt, dann müsst ihr das Ganze auch gar nicht so fein schneiden. Einfach schälen und grob würfeln, ab in die Maschine, das passt. Das ist die Methode, wie man das Ganze in einem Mörser zubereiten würde. Je feiner ihr würfelt, umso weniger müsst ihr mörsern. Jetzt nehmen wir 2 Stangen Zitronengras und die äußere Schicht machen wir ab, weil die ein bisschen zu hölzig sein könnte. Zitronengras hat nichts mit Zitrone gemeinsam, außer das Zitronenaroma. Das ist ein bambusartiges Gewächs. Und jetzt wird alles in Ringe geschnitten. Jetzt nehmen wir 50 Gramm Galgant. Das ist eine Gewürzwurzel, ähnlich wie Ingwer, sehr aromatisch, sehr frisch. Und den schälen wir genauso wie Ingwer mit einem Löffel. Als nächstes nehmen wir 5 Korianderwurzeln. Und zwar die hier. Die Wurzeln müsst ihr gründlich waschen. Meine sind schon gut gewaschen. Und dann schneiden wir die einfach klein. Wir nehmen nur die Korianderwurzel, diese ist nämlich viel aromatischer als das Grüne. Als nächstes brauchen wir 2 Kaffirlimettenblätter. Kaffirlimetten sind viel aromatischer, dementsprechend sind die Blätter auch viel aromatischer als eine normale Limette. Statt Kaffirlimettenblätter könnt ihr natürlich auch Kaffirlimettenschale nehmen, dann ist das Ganze noch aromatischer. Jetzt kommen alle Zutaten in die Küchenmaschine und werden kleingemixt. Wenn ihr eine sehr starke Küchenmaschine zu Hause habt, dann braucht ihr die Zutaten nicht mal grob zu würfeln, nur zu schälen. Das Zitronengras, das ist sehr faserig und das solltet ihr trotzdem klein schneiden. Schalotten, Galgant, Knoblauch, Korianderwurzel, Kaffirlimettenblätter. Als erstes werden die frischen Zutaten zerkleinert und dann kommen unsere gemahlenen Gewürze dazu. Let's go! Die Zutaten, die an den Wänden kleben bleiben, müsst ihr unbedingt mit runterholen. Ich gebe noch 2 Esslöffel Wasser in meine rote Currypaste dazu, damit die noch cremiger ist und damit sich die Zutaten noch besser zerkleinern lassen. Deckel zu und ab. So, jetzt nochmal alles von den Wänden runter. Als nächstes kommen 5 Esslöffel Chiliflocken hinzu. Die kommen immer in die feuchte Masse. In der trockenen Masse kann es sein, dass es staubt und ihr das in die Atemwege bekommt. Dann wird das Ganze sehr unangenehm. Ihr solltet Chili auch niemals anrösten. Wie scharf mögt ihr eigentlich euer Curry? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Das ist eine sehr schöne Konsistenz, sehr cremig. Ich habe hier ein sterilisiertes Glas, damit unsere rote Currypaste länger hält. Wie das geht, das Sterilisieren von Gläser, erfahrt ihr hier in dem How-To von Kev. Guckt euch das unbedingt an, super hilfreich. Mir hat's geholfen. So würde unsere Currypaste ungefähr 6 Wochen halten. Wenn ihr die aber mit Öl bedeckt, hält es bis zu 6 Monaten. In beiden Fällen ist es wichtig, dass die gekühlt wird. Die Currypaste könnt ihr entweder anrösten in schön heißem Öl oder aber in Kokosnussmilch auflösen, je nach Gericht. Jetzt, Geruchstest auf jeden Fall bestanden. Jetzt probieren wir, aber nur ein bisschen. Die hat es nämlich in sich. Schön scharf, würzig. Aromatisch perfekt. Genau so soll eine Currypaste sein.
scharf. Ich habe euch hier zwei weitere Rezepte verlinkt. Und nicht vergessen, uns zu abonnieren. Dann sehen wir uns das nächste Mal auch wieder. Bis bald.